Hallo meine lieben Freunde, heute geht es um Virginia Kirchberger, die Fußballerin, Verteidigerin von Eintracht Frankfurt und des österreichischen Nationalteams. Echt jetzt? Tut mir leid, ich muss da kurz rangehen. Ja? Hi Genie, ja, ich nehme es gerade auf, dein Porträtvideo. Ja, habe ich dir doch erzählt. Nee, du, ich habe keine Zeit, dich zu interviewen. Ja, ich ziehe das lieber alleine durch, okay? Ja, aber was kann ich denn dafür? Ja, die Julia hat jetzt seine Rücknummer in Freiburg und? Nee, du, das klär bitte selber mit der Samantha Steuerwald, okay? Hey, ich hab dir sicher nicht geraten, aus Freiburg wegzugehen. Was? Nein, man kombiniert den Appleboy auch nicht mit Kaiserschmarrn. Das sehen die in Frankfurt nicht so gerne. Du, das sind Dinge, die solltest du lieber mit deinem Berater besprechen, okay? Wie, du hast das Training unterbrochen jetzt für diesen Anruf? Komm, wir machen das so. Nach dem Training rufst du einfach nochmal an und wenn ich dann noch live bin, dann schalte ich dich einfach dazu, okay? Also, bis gleich. Wie? Ob ich meine Ideale verrate, weil ich eigentlich nur Videos über Freiburg-Spielerinnen machen wollte und du nur eine Ex-Freiburgerin bist? Gute Frage. Nächste Frage. Aber jetzt geh erstmal weiter trainieren, ja, bevor der Anautis noch sauer wird. Okay, ja. Mach's gut, jo. Ciao. Sorry, die Störung tut mir leid. Ich bin untröstlich, kommt nicht wieder vor. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich Fan der Freiburg-Frauen bin? Aber ich gelobe hier meine Neutralität, wirklich. Also, zurück zum Thema. Virginia Kirchberger, eine Defensivspezialistin, top, beste Frau aller Zeiten, Legende, ich bin Fan. So, das war's auch schon wieder. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Lasst einen Daumen nach oben da. Nein, ernsthaft. Ist wirklich nicht ganz so einfach, weil es ja über die meisten Spielerinnen nicht so viele Infos gibt, als dass es für ein ausführliches Porträt reichen würde. Ich habe das mal mit Merle Froms gemacht und das Ergebnis waren 30 Minuten endloser Monolog. Deswegen wird's diesmal mehr auf den Punkt sein und al dente, knackig, zackig, medium rare. Also, in ihrer Freiburg Zeit von 2017 bis 2019 habe ich sie wirklich als absolute Top-Verteidigerin erlebt, die mir oft als Matchwinnerin und Spielerin des Spiels aufgefallen ist, was für eine Verteidigerin schon ungewöhnlich ist, weil deren Arbeit ja meistens nicht ganz so viel Spektakel bietet, wie es im Offensivbereich der Fall ist. Und dann habe ich mal genauer hingesehen und war völlig perplex, weil jede Aktion von ihr, ich glaube drei Spiele am Stück, wirklich jede Aktion war erfolgreich. Pässe, Grätschen, Zweikämpfe, bam! Kein Wunder hat die Eintracht letzten Sommer zugeschlagen und sie ihrer Komfortzone Freiburg entrissen. Also hat sie selber in einem Interview so bezeichnet, das mit der Komfortzone. Originalinterview, alles unten verlinkt. So, Kategorie 1, Werdegang. Virginia Kirchberger wurde am 25. Mai 1993 in Rio de Janeiro geboren. Das liegt in Südtirol. Zettel falsch rumgehalten. Nein, sie ist natürlich in Österreich geboren, das liegt in Wien, also gefühlt, denn wenn wir eins wissen, dann natürlich, dass alle, wirklich alle Österreicher aus Wien kommen. Ich habe echt noch nie einen Österreicher getroffen oder im Fernsehen gesehen, der nicht aus Wien oder meinetwegen noch Linz kam und der Rest ist wirklich wie Bielefeld, nämlich nicht real, so hat man den Eindruck. Und natürlich, wie könnte es auch anders sein, kommt Virginia Kirchberger direkt aus Wien, Klischee bestätigt. Und vor ihr kannte ich nur eine Person überhaupt mit Namen Kirchberger. Und das ist die berühmte Schauspielerin Sonja Kirchberger. Und die ist auch Österreicherin. Ja, Moment. Logisch, dann müssen die natürlich verwandt sein. Und tatsächlich, das ist ihre Tante. Okay, cool. Die Welt ist wirklich ein Dorf. Sie spielte dort beim SV Aspern und dem USC Landhaus, von dem sie bis heute den berühmten Landhausstil beibehalten hat. Höh, Schenkelklopfer. Also gagtechnisch, nicht Shades of Grey mäßig. Jedenfalls ging sie früh nach Deutschland mit 16 zum FC Bayern. Zum FC Bayern. Was für Eltern muss man haben? Antwort, solche, die einen dabei toll unterstützen. Und die hatte sie auch, wie sie in einem Interview erzählt hat. Danach begann ihre Karriere als Wandervogel mit den Stationen Bayern München, BV Kloppenburg, MSV Duisburg, FC Köln ein Jahr, dann wieder MSV Duisburg. Dann haben sich Birgit Bauer und ihr Team beim SC Freiburg bei ihr gemeldet, wahrscheinlich mit dem Satz: Du, Genie, ich glaube, ich hätte da was für dich. Und dort ist sie als Teil eines legendären Teams zu den absoluten Stars der Liga emporgestiegen. Und jetzt seit diesem Sommer spielt sie bei Eintracht Frankfurt. Und im österreichischen Nationalteam ist sie auch schon sehr lange eine feste Größe und hat bis zum heutigen Tag 71 Länderspiele. Also halten wir fest, 6 Vereine, 7 Stationen in 10 Jahren. Ein absoluter Wandervogel, sie hat viel Erfahrung gesammelt und ist immer den richtigen Karriereschritt gegangen, würde ich mal sagen. Kategorie 2, Erfolge.
Seit 10 Jahren spielt sie nunmehr in der österreichischen A-Nationalmannschaft und das Highlight war, denke ich mal, ganz klar, als sie 2017 das Halbfinale bei der Europameisterschaft in den Niederlanden erreicht hat mit Österreich. Ein richtiges Sommermärchen. Großartig. 2016 hat sie außerdem mit Österreich den Zypern Cup gewonnen. Und jetzt kommt das Pokalfinale mit dem SC Freiburg. Ah, allein der Weg dahin schon, dieses Halbfinale mit Hoffenheim, die Vorlage von Sharon Beck und dann, oh, das war legendär. Und das Finale erst, das war so ein glorreicher Tag, werde ich nie vergessen. Da hatten sie wirklich schon eine Hand am Pokal. Kategorie 3, privat. Ihre Hobbys sind, das hat sie in einem Interview, das ich vorhin gelesen habe, erwähnt. Welches war das noch gleich? Peinlich. Ich habe es gerade nicht parat, muss ich nachreichen. Auf jeden Fall, das Reisen und das Lesen sind ihre größten Hobbys. Vor kurzem hat sie beispielsweise Totenfang von Simon Beckett gelesen. Ganz toll, ich habe es glaube ich schon im Merle Frums Porträt erwähnt. Ich liebe Krimis, ja, die sind so dynamisch, halten den Geist wachsam, wirklich toll. Krimis und Malle-Hits sind meine größten Leidenschaften. Ich wurde umgestimmt durch Merle Frums, also durch immer mehr Paraden, die mich davon überzeugt haben, weil sie einfach beim Warm-up mehr und krassere Paraden hinlegt als andere in ihrer ganzen Karriere. Anderes Thema, jedenfalls neben Krimis sind für Kirchberger das Wichtigste im Leben Familie und Freunde. Ah, okay, das Interview wurde von der Seite 12. Frau geführt. Da geht es um österreichischen Fußball. Habe ich auf Facebook gesehen. Und in diesem Interview wurde sie auch gefragt, interessiert dich der Herrenfußball auch oder liegt dein Fokus zur Gänze auf dem Geschehen im Frauenfußball? Ihre Antwort, ich bin eine der wenigen, die sich auch ab und zu Männerspiele anschaut. Ich bin zwar nicht fanatisch hinterher, interessiere mich aber trotzdem für das Thema. Okay, dürfte man Merle Frums nicht fragen, man beachte hier nur die Headline der beiden Artikel, die ich zufällig, die direkt untereinander, übereinander, nebeneinander, also das eine steht über dem anderen auf jeden Fall, das eine steht unter dem anderen, das andere steht über dem anderen, ja. Ich nehme es nicht nochmal auf, ne. Außerdem ist ihr Hobby auch das, also das Hobby von Virginia Kirchberger ist das Einkaufen von Puma-Produkten, ja. Und guck mal, sie liebt diese Sachen so sehr, dass sie eigentlich nie ohne ihre Puma-Schuhe irgendwo hingeht, ob es jetzt auf Wanderschaft ist, auf Reisen. Und ja, da finde ich, könnte Puma doch wirklich mal auf die Idee kommen, sie in irgendeiner Weise zu sponsern, ja, da muss doch was möglich sein. Fände ich mehr als angemessen. Und dann könnte sie hier das Angenehme mit dem nützlich Angenehmen verbinden. Kategorie 4 – Stärken und Schwächen. Sowohl als Innen- wie auch als Außenverteidigerin gehört sie in der Liga zweifellos zu den Besten. Ihre Passquote ist top, eine sehr unangenehme Gegenspielerin, die einem sofort auf den Schuhen steht und wirklich mehr abräumt als Kellner in Festsälen, die beinharte Zweikämpfe führt, auch vorne nicht ganz ungefährlich ist und bereits 16 Tore in 200 Spielen der ersten und zweiten Bundesliga erzielt hat. Und ich zitiere mal aus dem besagten Artikel... Sportdirektor Siegfried Dietrich freut sich nach den Neuzugängen im Tor und in der Offensive mit der Verpflichtung von Virginia Kirchberger auf eine zweikampfstarke Defensivspezialistin. Virginia bringt neben ihrem gesunden, selbstbewussten Auftreten ihren Qualitäten als offensiv ausgerichtete Abwehrspielerin vor allem auch nationale und internationale Erfahrung mit. Sie wird unseren Defensivverbund verstärken und aufgrund ihrer Kopfballgefährlichkeit auch mit Blick auf die offensive Ausrichtung der Mannschaft wertvoll sein. Oder lassen wir einfach mal jemanden zu Wort kommen, der es am besten wissen muss, nämlich Frau Kirchberger selbst. Zitat: Meine Stärken sehe ich ganz klar im Zweikampfverhalten sowie im Kopfballspiel. Mit meinem Stellungsspiel, meinem Passspiel und vor allem meinen Diagonalbällen bin ich, denke ich, auch schon sehr weit. Zitat Ende. Sehr weit, eine bescheidene Untertreibung, denn egal wo ich Trainer wäre, Kirchberger würde ich immer verpflichten wollen. Zu Schwächen wäre mir jetzt auch gar nichts eingefallen, aber den Part übernimmt sie auch selbst. Zitat: Eine meiner Schwächen ist eindeutig, dass ich im Spielaufbau zum Teil nicht die richtige Lösung wähle. Außerdem bin ich häufig nervös vor Spielen und mache mir in viele Richtungen Gedanken. Zitat Ende. Außerdem beschreibt sie sich hier noch selbst als sehr offen und kommunikativ und fügt Ungeduld zur kurzen Liste ihrer Schwächen noch hinzu. Und dann, okay, dann ist das Interview auch schon fertig. Okay, ich sehe hier gerade, diese Seite heißt 12. Frau, aber am Ende steht dann hier, vielen Dank für das Interview im Namen der gesamten 12. Mann-Redaktion, also 12. Frau oder 12. Mann, wahrscheinlich beides, weiß ich jetzt nicht genau. Die berichten wahrscheinlich, denke ich mal, sowohl über österreichischen Fußball in...
alle Geschlechterrichtungen. Also ich werde jetzt erstmal auf Facebook unterstützen und denen folgen. Und man kann auch, sehe ich gerade, eine App runterladen von dieser Seite. Gut, kann ich jetzt nicht machen, weil mein Speicherplatz schon wirklich voll ist jetzt mit LeVoux und Tinder und Lieferando. Nichts anbrennen lassen, das sollte jedermanns Ziel sein, ganz klar. So früh wie möglich und ja. Dankeschön. Nein, Spaß. Ich habe keine App, außer die, die jeder hat. Achso, doch, natürlich. Wir wollen ja vorbildlich sein. Die Corona-Warn-App. Also ich kannte die Seite bisher nicht, aber ich werde sie abonnieren. Ich denke mal, die werden ihren Fokus wohl verstärkt auf die Eintracht richten, weil dort ja mittlerweile 4 Österreicherinnen spielen. Mit Gini Kirchberger, Verena Aschauer, Barbara Dunst und Laura Feiersinger. Und jetzt kommt dieses Foto hier vom Zypern Cup 2016. Ich war wirklich felsenfest davon überzeugt, dass unten im Bild da eine Braut zu sehen ist im Brautkleid. Und ich war ein bisschen verwundert, aber ich habe mir halt gedacht, so sind's halt Ösis. Privat laufen sie rum wie Sissi, aber auf öffentlichen Veranstaltungen darf's auch mal etwas legerer sein. Und erst dann ist mir klar geworden, dass das ein Handtuch ist und nicht etwa ein Hochzeitskleid. Aber naja, wenn man den Unterschied sowieso nicht erkennt, ja, so ein Kleid trägt man ja nur einmal, warum nicht einfach ein Handtuch anziehen? Hochzeitsboutiquen hassen diesen Trick. Nein, Quatsch. Lass das, Leute, lass das. Kategorie 5, Zukunft. Meinen Berechnungen zufolge, also wenn ich jetzt einen Algorithmus erstellen würde, dann käme sicher folgende Prognose dabei heraus, dass sie weitere 71 Spiele für Österreich bestreiten wird, dort auch wieder ein Tor erzielen wird. Nächstes Jahr wechselt sie dann wieder zum MSV Duisburg, einfach weil es vom Rhythmus her wieder Zeit wird. Danach wird sie dann zum FC Bayern zurückkehren und auch dort diesen Kreis schließen, um später aber ihre Karriere beim SC Freiburg ausklingen zu lassen und in diesem Jahr vermutlich 2018, wenn Mia Büchele Kapitänin der Freiburgerinnen sein wird, Starke und Kayikci werden dann natürlich auch immer noch da sein, zum Glück. Und in diesem Jahr wird sie auch ihre erste Meisterschaft holen mit dem SC Freiburg zusammen. Großartiger Abschluss für ihre Karriere. Das wäre jetzt mal so meine Prognose, aber hey, lassen wir sie einfach mal selber zu Wort kommen, wie sie ihre Zukunft sieht. Achso, ich muss das selber vorlesen. Ich dachte, jetzt kommt ein Einspieler oder so. Okay, ich zitiere aus dem Interview. In Frankfurt ist echte Aufbruchsstimmung zu spüren. Jeder bei der Eintracht richtet den Blick selbstbewusst, dabei aber extrem professionell nach vorne. Mit dieser Einstellung kann ich mich zu 100% identifizieren. Es ist eine Herausforderung, die für mich nach 2 tollen Jahren in Freiburg genau zur richtigen Zeit kommt, sagt die kopfballgefährliche Defensivspielerin. Ich bin davon überzeugt, mich in Frankfurt nochmals weiterentwickeln zu können und bin gerne bereit, Verantwortung zu übernehmen. Ich bin vom Entwicklungspotenzial der Mannschaft komplett überzeugt und möchte in den kommenden Jahren meine ganze Power für den Erfolg der Eintracht einbringen. Zitat Ende. Moment, sie schreibt gerade. Bleib bitte dran, warte, ich schreibe gerade mit ihr. Schreibt gerade mit so einem Dossi. Kennt ihr das von Teddy, also diese Kunstfigur Antoine Burz von Teddy? Das war eins der ersten Videos. Ich schreib grad mit so einem Tussi, aber ich nenne den immer Ranz, damit die denkt, das ist ein Typ. Oh ja, sie hat's mir gerade geschrieben, wirklich. Jetzt, Leute, jetzt kommt ein großer Moment für mich. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass mir die große Ehre zuteil wird, so eine Spielerin interviewen zu dürfen oder überhaupt eine Spielerin interviewen zu dürfen. Hallo? Wir schalten sie direkt live vom Trainingsgelände der Eintracht hier rein. Hier ist sie, die einzigartige, die fabulöse, die unnachahmliche, die phänomenale Virginia Kirchberger. Hi, danke, dass du heute bei uns bist. Hallo. Ja, ich hoffe, dass alles so klappt. Ja, irgendwie ungünstig, müde, keine Zeit. Ja. Schön, dass wir es einrichten konnten. Wir duzen uns übrigens, also vielleicht sollte ich mal kurz erklären, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Du baust ja gerade ein Haus, das wissen viele gar nicht. Ja, eben. Und da ich jemanden kenne, der jemanden kennt, dessen Schwager ist Taxifahrer, dessen Cousin dritten Grades, sein Stiefonkel, der hat eine Zeitarbeitsfirma und konnte dir dadurch Hilfskräfte schicken. Das ist wirklich eine tolle Partnerschaft auch. Wir sehen hier, Moment, wir sehen hier noch ein Foto von der Baustelle. Also, toi, toi. Da fehlt noch ein Teil. Wirklich viel Erfolg bei diesem Projekt. Natürlich muss aber halt auch wieder alles zusammenpassen. Gibt es eigentlich schon einen Termin, wann das fertig sein soll? Ich würde sagen Freitag oder Samstag. Okay, verstehe. 16, 17 Uhr. Okay, und wo wird es eigentlich gebaut? Freiburg. Ah, ja, kann man machen. Hey. Top und nur das Beste und... Ja.
Du, die Verbindung ist ein bisschen schlecht, aber das macht nichts, sagen wir einfach. Corona-bedingt ist die ein bisschen schlecht, ja. Schatz, wo warst du denn die ganze Nacht? Ich war bei so einem heißen Typen. Was? Ja, Corona-bedingt. Ach so, ja, natürlich, verstehe. Ja, bin ich sehr gespannt, wie das alles kommen wird. Die ganze Situation hier ein bisschen außer Kontrolle, wie auch immer. Ja, weil normalerweise würden wir jetzt zusammen in einem Studio sitzen, vor der Kamera, mit einer wirklichen Top-Qualität, aber Corona-bedingt machen wir das heute mal so. Ja, sehr innovativ ist vielleicht, ja, nicht so normal ist. Ja, also Genie, ich habe eigentlich schon alle Fragen beleuchtet eben, aber vielleicht, damit man jetzt nicht auf die Idee kommt, hier, der alte Witzbold hat hier was zusammengeschnitten, wie man es mir eigentlich zu Recht zutrauen müsste. Also, damit die Leute wissen, dass wir hier live sind, sag bitte mal irgendwas völlig Absurdes, keine Ahnung, sowas wie dynamische Raumbesetzung. Dynamische Raumbesetzung. Ja, okay, ja, dann wäre das mal geklärt. Und jetzt sag bitte noch mal sowas wie Verordnung, aber mit diesem tollen Wiener Akzent, okay? Bitte. Verordnung. Boah, wundervoll, wirklich, danke. Ihr Österreicher seid zwar nicht immer einfach, wirklich, aber ihr seid die coolsten, das steht fest. Fehlen dir eigentlich Freiburg, der Verein und das Freiburger Team? Ja, Ja. sehr. Ganz normal, das Freiburg, Frauenfußball und ja, selbst jetzt fällt es mir immer noch schwer. Ja, also wenn wir da zurückdenken, glaube ich, kriegt jeder von uns immer noch Gänsehaut, weil einfach alles zusammengepasst hat. Und ich liebe Freiburg, ja, also. Glaube ich dir gerne. Ja, also die Standardfragen habe ich bereits alle geklärt. Zum Beispiel, wo bist du geboren? In Wien oder auch in Österreich, genau. Ja, das hatten wir schon. Genau, aber in Frankfurt fühlst du dich wohl? Nein, ja, also wie auch immer. Ja, Ja. sehr. Wird interessant, wie sich das weiterentwickelt. Und ich glaube schon, dass das in den kommenden Jahren für einzelne Spielerinnen wirklich auch ein interessantes Thema sein wird. Und Ja, der Verein geht ja auch wirklich in eine vielversprechende Zukunft. Und das Stadion ist auch toll. Wir haben es ja auch eingeblendet. Ich glaube, du siehst es auch bei dir. ja. Ja, sorry, falsches Bild. Aber du hast mir ja schon mal ein Geheimnis verraten, nämlich, dass du insgeheim schon immer ein riesiger SC Freiburg-Fan warst. Genau. Ja, jetzt eigentlich schon seit ich ein kleines Kind bin, aber tatsächlich erst ziemlich spät, nämlich mit 13, direkt mit 16 schon Freiburg und ja, Fußball. Ja, ist natürlich sehr traurig für uns alle, dass du dich entschlossen hast, diesen Sommer Freiburg zu verlassen, auch wenn dein neuer Verein natürlich auch nicht schlecht ist. Aber an Appleboy hast du dich mittlerweile gewöhnt, so als neue Hessin. Keine Ahnung, ziemlich intensiv auch und ja, mittlerweile ist es eigentlich schon normal, würde ich sagen. Okay, dann erzähl doch bitte mal kurz was über den Einzug ins Pokalfinale 2019 mit dem SC Freiburg. Ja, alle waren topfit und ich weiß noch, nach dem ersten Spiel hatten wir halt schon 3 Punkte, womit halt uns, also wo das uns halt auch keiner zugetraut hat und wir selber wussten aber, was wir halt können und dass wir eben durchaus auch stärkere Gegner eben schlagen können. Und dann ging das irgendwie von Spiel zu Spiel, was schon ein Riesenerfolg war. Ja, und da auch unsere Spielidee so mürbe gemacht haben und dann ins Halbfinale eingezogen sind. Und ja, es ging einfach so schnell und keiner hat das so richtig realisieren können zu Beginn. Und ja, es war einfach Ja. unglaublich, dieses Erlebnis. Und Es war großartig. Und was sagst du so zum aktuellen Team der Freiburgerinnen? nee, da gab es halt einen Umbruch. Ja, sehr innovativ Fußball spielen, wie es vielleicht generell im Frauenfußball vielleicht noch nicht so intensiv gemacht wird. Und das hat eben jetzt die letzten 2 Jahre schon an Entwicklung gedauert und ein Weltklasse-Team über 80 Minuten im Spiel. Und Freiburg enorm stark, vor allem in Europa. Das, was wir über die Jahre halt aufgebaut haben, das wird trotzdem, glaube ich, noch dauern, bis uns der andere Ja. einholen. Und ja, genau. Ja, sehe ich auch so. Und was würdest du sagen, sind die größten Unterschiede zwischen Freiburg und Frankfurt? So im mentalen Bereich arbeiten, Topverein, aber immer noch unvergleichbar mit Freiburg, was auch vollkommen logisch ist, professioneller, aber auch irgendwie interessanter. Ich fühle mich unglaublich wohl in Freiburg. Ich habe mir jetzt wirklich sehr, sehr schwer getan, diese Entscheidung zu treffen, vom Verein wegzugehen, weil eben dort wirklich sehr professionell gearbeitet wird. Die Mannschaft super ist, auch der Verein allgemein. Deshalb alles im Positiven.
bin dem Verein unglaublich dankbar. Also wirklich, die letzten 2 Jahre waren wirklich top und wünsche ich auch nur das Beste. Und ja. Ein anderer sympathischer Club ist ja der SC Sand. Und was würdest du jetzt zu denen sagen? Topverein, mega, enorm stark. Ich würde sagen, dass das in der Breite gut aufgestellt ist, aber man muss da halt realistisch bleiben. Sie hatten nicht so eine leichte Zeit und das Niveau erlangt, das es dann halt auch braucht. Und ja, jetzt geht es eigentlich nur noch, das auch in ein Ergebnis umzuwandeln. Und dann sind wir eigentlich sehr zuversichtlich, dass nicht jede Mannschaft in Europa eigentlich total zermürben können. Zum Beispiel in Frankreich die ersten 3 Mannschaften, da Chelsea oder Wolfsburg. Ja, da gilt es halt auch, sich persönlich gut zu verkaufen, um eben die Chance zu kriegen, in den Kader zu rücken. Ja, das sind wirklich die sympathischsten Teams. Man hört ja auch oft, dass jetzt auch der VfB Stuttgart plant, in den Frauenfußball einzusteigen. Wäre das denn ein Team, das du in Zukunft gerne in der Bundesliga sehen würdest? Ja. Nee, ernsthaft, wir müssen das schon ernsthaft behandeln. Also nochmal, VfB Stuttgart? Ja, da leider auch, dass das im Raum steht, habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört. Also schade, unmöglich und Stand jetzt unnötig. Ja. Jetzt bringst du mich auch noch zum Lachen. Das ist jetzt ein bisschen unfair, wirklich, wir mögen die Schwaben, wir Badener. Wir lieben sie, so wie gute Krimis und Malle-Hits. Ohne kann man wirklich nicht leben. Ist so, wirklich. Du hast mir ja verraten, dass viele deiner Teamkolleginnen, wusste ich gar nicht, diesen Kanal hier regelmäßig schauen. Genau. Alle Spielerinnen, viele Vereine, eben im Frauenfußball hat das schon einen sehr hohen Stellenwert, solange es den Fußball nicht beeinträchtigt. Natürlich unglaublich bekannt. Ich glaube, dass es für alle was ganz Neues ist. Ja, also für uns das Große, davon waren wir schon so überwältigt, dass eigentlich alles, was dann noch dazu kam, war eigentlich wie ein Bonus. Und wir haben dort jede Sekunde aufgesaugt, waren total in diesem Flow-Gefühl und für diesen Kanal? Hey, cool. Ja. Und was hältst du so von meinem Kanal? Für mich wirklich perfekt. Ich habe alles online, wann immer ich will und habe eigentlich immer zur Hand, kann mir das auch runterladen und. Ja, ich glaube, jeder von uns wird eigentlich sagen, dass ihm das nicht nur sportlich, sondern auch in der Persönlichkeitsentwicklung enorm weitergebracht hat. Irgendeinen Superstar leider weit entfernt. Ja. Wie auch immer, weil, keine Ahnung, also gut abgestimmt alles. Ich freue mich auf alles, was noch kommt, wünsche dir natürlich persönlich auch alles Gute, da wir uns ja auch schon länger kennen und ja, ich mich einfach total wohlfühle und wow. Ja, da bin ich auch sehr froh darüber. Ja. Hey, vielen Dank. Wir kommen langsam jetzt mal zum Ende. Wie sehen denn deine Pläne für die Zukunft aus? Das lasse ich mir noch ein bisschen offen, weil ich liebe Freiburg, egal was passiert, nach meiner aktiven Karriere in Freiburg. Das Einzige, was ich mir, den Traum, den ich mir unbedingt erfüllen will, ist, dass ich nach meiner Fußballkarriere noch eine kleine Auszeit nehme und eine Weltreise mache. Das habe ich mir vorgenommen und das will ich unbedingt dann noch machen, weil ich liebe es zu reisen. Ich halt unbedingt die Welt zu reisen will. Ja. Hey, das klingt einfach nur fantastisch. Coole Sache. Ja. Noch eine Frage. Deine Lieblingsfernsehsendung ist? Bachelor, einfach aufgrund dessen, weil ich immer auch aus Österreich bin und am Wochenende Bachelor, ja. Okay. Vielen Dank für das Interview, Jeannie, wirklich, hat mir sehr viel bedeutet, hat mir auch mega viel Spaß gemacht. Und wie war es so für dich? Ganz trocken, war sehr, sehr anstrengend und auch manchmal mühsam, aber im Grundsätzlich jetzt eigentlich das einzig Richtige für mich. Obwohl ich viele Sachen sehr verschieben musste, zusätzliche Termine ausmachen muss, aber ich dann auch froh bin, weil ich trotzdem glaube, dass das die richtige Entscheidung war. Und mir war eigentlich sofort klar, dass ich das irgendwie machen möchte. Und auch von meiner Familie kam da die volle Unterstützung. Und ein tolles Event und auch ein Erlebnis und ja, eben das, wofür man noch arbeitet. Aber rein körperlich ist das ja so eine Anstrengung. Ja, eigentlich perfekt. Es war einfach unglaublich, dieses Erlebnis. Okay, dann wünsche ich dir noch alles Gute mit deinem Verein, mit Österreich, mit diesem Hausbauprojekt, das ich neu erfunden habe, mit deinem Studium. Du und Merle in Freiburg natürlich immer Legendenstatus, auch wenn es im direkten Duell natürlich keine Punkte zu holen gibt bei uns. Das ist ja natürlich klar. Genau, ja. Also, danke fürs Gespräch auf jeden Fall, hat mich sehr gefreut. Hey, ich habe zu danken. Ja, sehr. Ja. Danke, dass ich dabei sein durfte und ja, danke, tschüss. Du legst aber zuerst auf, okay? Jeannie? Hallo? Hallo?
Störung in der Leitung, nehme ich mal an. Also, vielen Dank, dass ihr euch mein Video angeschaut habt. Ich werde in Zukunft wesentlich mehr Videos machen, auch mal die einzelnen Vereine durchleuchten und so weiter. Und falls jemand denken mag, hey, der wollte die Kirchberger doch verarschen mit dem Video, da muss ich wirklich betonen, dass nichts entfernter von der Wahrheit sein könnte, denn ich bin großer Fan von ihr und habe mir auch wirklich fest vorgenommen, hier was Seriöses zu machen, aber sowas entsteht dann eben spontan, auch weil ich es ein bisschen langweilig finde, einen Wikipedia-Artikel einfach nur vorzulesen. Naja, jedenfalls bis zum nächsten Mal und tschüss. Wölfinnen und Bayernade beißen auf Granit. Die größten Fighter Kirchberger, Tyson Ali. Kaum eine, die sich so zerreißt für das Team. In Freiburg residiert die Kaiserin aus Wien. Wenn alle Stricke reißen, bleibt sie stabil. Fightet und wieso erreicht sie ihr Ziel? Auf Genie ist doch immer Verlass. Statistisch geht sie immer als Gewinner vom Platz. Wirklich eine tolle Atmosphäre. Es ist ein schönes Gefühl und hat heute auch wieder ganz gut funktioniert. Ein großes Danke an alle, die da waren. Dankeschön.